Dieses Mal bin ich unterwegs nach Tønder, eine dänische Kleinstadt nahe der deutsch-dänischen Grenze und knapp 2,5 Autostunden von Hamburg entfernt. Tønder ist bekannt für seine historische Altstadt mit Räterhäusern, Lindenbäume und alten Kopfsteinpflaster. Dänische Kleinstadt-Idylle vom Allerfeinsten. Ganz in der Nähe befindet sich die schönste Straße Dänemarks. Die Schlossstraße im Mögeltonner und auch das Schloss Schackenburg, das zum dänischen Königshaus gehört. Ihr seid in der Stadt und ihr fragt euch, ob die Königsfamilie da ist. Das könnt ihr ganz einfach erkennen, indem der Fahnenmast mit der dänischen Fahne bestückt ist. Und wenn nicht, sind die nicht da. Schade, aber ich bin natürlich aus einem ganz anderen Grund nach Tønder gekommen. Warum? Verrate ich euch erst ein bisschen später. Erstmal mache ich mich auf den Weg zu Fruens Vilje, eine kleine dänische Schokoladenmanufaktur mitten im wunderschönen Naturschutzgebiet Velhavet. Hier werde ich von den Bewohnern schon stürmisch begrüßt. Aber ich muss schnell weiter, denn Chefin Conny Jensen erwartet mich bereits in ihrem Café. Im gemütlichen Farmhaus kann man sich eine Hücke-Auszeit mit Kaffee und Kuchen gönnen oder leckere Schokoladengeschenke kaufen, die hier mit liebevollen Handarbeit hergestellt wird. Unter Connys Anleitung werde ich heute meine eigene Schokoladenpralinen kreieren. Aber natürlich muss ich erstmal ein Törtchen probieren. Wow. Okay. Na, jetzt arbeiten. Jetzt hole ich die Schokolade. Als erstes muss die Pralinenförmchen bis zum Rand mit belgischer Schokolade gefüllt werden. Conny hat natürlich gleich was zu meckern. Noch zügiger arbeiten. Noch zügiger? Ja. Oh Gott. Ja. Also, ordentlich Gas geben, denn die Schokolade wird ziemlich schnell fest. Einmal abklopfen, damit die Luftblasen entweichen können, dann umdrehen und die Schokoladen abtropfen lassen. So entsteht ein Hohlkörper. Nachdem die Schokolade erst getrocknet ist, wollen wir die erfüllen. Und du hast ein Ganache vorbereitet, ja. Mit Quitte, ja. Sahne. Und Matcha-Tee. Und Matcha-Tee. Ja. Conny setzt ihre Füllung direkt auf die Schokolade. Mein Quittengelee muss erstmal kalt werden und wird dann darauf gelegt. Zwischendurch muss natürlich immer wieder genascht werden. Zum Schluss wird die Pralinen dann wieder mit Schokolade verschlossen und glatt gestrichen. Wenn alles getrocknet ist, können die Pralinen aus der Form herausgeklopft und schön verziert werden. Und wie lautet Connys Fazit? Eigentlich ist er richtig tüchtig. Ich habe so ein bisschen, mir einen Schweifel gehabt, aber er kann das. Er ist ja auch Koch und das liegt in seinem Blut. Der ist für dich mit ganz viel Liebe von mir gemacht. Danke. Ich probiere auch einen und jetzt wollen wir mal reinbeißen. Prost. Danke, dass du hier warst. Mega lecker. Die restlichen Pralinen packe ich mir als Proviant für mein nächstes Abenteuer ein. Jetzt will ich aber ganz viel Kalorien loswerden und ich weiß auch schon wie. Hier mitten in Tønder fließt Vidåen, ein wirklich wunderschöner kleiner Fluss. Da kann man ganz toll angeln, baden und vor allen Dingen Kanu fahren. Und das mache ich jetzt. Jetzt noch das richtige Outfit und es kann losgehen. Ranger Boysen meldet sich zum Dienst. Was für eine traumhafte Natur. Man könnte echt meinen, wir wären irgendwo im Amazonas unterwegs. Kanufahren ist in Dänemark total beliebt und es gibt ganz viele befahrbare Wasserläufe. Mit Rücksicht auf die Natur und aufgrund der großen Nachfrage ist die Kapazität aber eher begrenzt. Deshalb sollte man den Kanutour auf jeden Fall rechtzeitig buchen und auf gutes Wetter hoffen. Also Kanufahren ist ja sensationell. Das kannst du einerseits als Sport machen oder auch einfach nur schön relaxen und wirklich die Natur wunderschön genießen. Jetzt bin ich ready für das eigentliche Highlight meines Trips. Hättet ihr gedacht, dass hier in Tønder jedes Jahr einer der größten Folkfestivals weltweit stattfindet? Ich definitiv nicht. Und deshalb werde ich mir das jetzt reinziehen. Folk, Roots, Indie Rock, Country und Singer-Songwriter. Auf verschiedenen Bühnen gibt es Live-Musik von lokalen und internationalen Musikern. Und Hygge ist hier auch das Stichwort. Alle sind mega entspannt und genießen die gemütliche Atmosphäre. Ich
treffe auf dem Tünner Festival Jimmy Horn, Frontman der 50er und 60er Jahre Rock and Roll Band King James and the Special Man. Hey, how's it going, man? Good to see you, bro. Während wir zusammen sein Lieblingsrezept zubereiten, eine traditionelle rote Bohnen-Chili con Carne aus seiner Heimat, erzählt mir Jimmy von seiner Liebe zu Musik, den guten Whisky und seiner Heimatstadt New Orleans. Nach der kleinen Stärkung geht's direkt auf die Bühne. Mit seiner Band ist er regelmäßig auf dem Tünner Festival zu Gast. Dieses Mal in Begleitung von echten Mardi Gras Indians, die für richtig New Orleans Stimmung sorgen. Das lasse ich mir natürlich nicht entgehen. Und so tanze ich The Funky Beats in den Sonnenuntergang. Genau das ist Brian's Way of Life. Yeah.